Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum ersten Tag aus Cyber. Ich habe gerade mal das Bike ein bisschen gecheckt. Also, der Schaden sieht wie folgt aus. Wir haben einmal hier ein paar gute Kratzer drin. Zum Glück nicht hier in den Standrohren, sondern nur hier oben. Die Bremse hat was abbekommen. Das Casting hier auch ein bisschen. Und die Schaltung war komplett verzogen. Ich bin jetzt echt nicht der Profi im Schaltwerk einstellen, aber ich glaube, ich habe es hinbekommen. Werden jetzt mal die erste Runde fahren, Panorama Trail, so zum Einrollen und mal zum Checken, ob alles okay ist. Alle Schrauben nochmal nachgezogen jetzt nach Schladming. Da waren tatsächlich die ein oder andere ein bisschen locker. Würde sagen, wir radeln los zur Kohlmeisbahn und machen die erste Runde. Let's go. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. You gotta know. Every day I got your back, yeah, you can count on me for that. So Leute, wir fahren jetzt hoch mit der Kohlmeisbahn auf den Panorama Trail. Bisschen shredden mit dem Norco Aurum. Wir haben schon viele Leute getroffen auf dem Weg zum Lift, war richtig cool. Eigentlich hätten wir die Steffi auch fragen können, ob wir zusammenfahren wollen, oder? Ja, eigentlich schon. Wir haben die vergeigt. Wir fahren jetzt die erste Runde. Schulter tut bisschen weh, aber ich glaube, es wird ganz gut funktionieren. Schaltung hat auf dem Weg sehr gut funktioniert und ich freue mich übelst, dass wir einfach in Saalbach sind. Das ist so ein bisschen irgendwie, weil man das alles schon kennt, so wie nach Hause kommen und ist alles irgendwie entspannter. Ja, ich bin gespannt, wie die Strecken in Schuss sind, weil hier letztes Wochenende war ja GmbN Action. Und außerdem wollen wir gleich mal gucken, ob wir uns irgendwo ein anderes Bike leihen können. Also hier steht ein Canyon Shop, dann stehen da unten ein paar Demos. Schauen wir mal. Wir haben gerade eben schon gehört, dass es bei Canyon 85 Euro am Tag kostet. Weiß ich nicht, ob es mir das wert ist. Ja, wir fahren mal hoch und dann sehen wir uns gleich. Ich bin voll gepackt, obwohl ich voll am Arsch bin. Gehen auf jeden Fall jetzt einkaufen, weil wir haben in unserem Hotelzimmer eine Küche und so super viele geile Restaurants gibt es ja hier gar nicht. Und vor allem geht das ordentlich ins Geld. Deswegen laufen wir jetzt zum M-Preis, weil der ist nur 600 Meter weg. Und sorgen wir uns Essen, ja? Und einen leckeren Rosé. Dass er nicht zu schnapsig ist, ne? Ja, ne? Der Kevin, den kennst du aus. Ja, der Kevin hat uns einen Tipp gegeben.
gegeben. Der Rosé darf nicht zu schnapsig sein, sonst ist schlecht. Wir gehen jetzt gleich hier rüber, oder? Dann gehen wir da. Und wie geht's denn deiner Schulter? Geht so. Also erst war Schulter tut halt weh, aber schlimmer ist, dass der Trizeps darunter krampft. Weil die hintere Schulter ist jetzt egal so. Aber der Trizeps hat halt voll zugemacht, deswegen haben wir auch nur die zwei Abfahrten gemacht. Und dann war Schicht im Schacht. Aber nach 3 Tagen durchbiken ist auch ein Tag bisschen Pause nicht so schlecht. Und ja. Sieht man's? Schulter. Ja, kleine Schürfwunde. Das Eisen fühlt man nur. Das kann man nicht sehen. Ja, aber ich bin auch so einfach voll im Arsch, deswegen ist ein Tag Pause. Michi hat irgendwie mehr Energie als ich, aber ich bin alt. Ja, ich wäre gern noch gefahren. Ja. Du kannst ja noch einmal hochradeln gleich. Ja, genau. Leute, wir sind zurück im Aufzug. Ich bin jetzt einfach schon voll fertig von dem Weg zu Fuß gehen. Wir werden jetzt einfach nur noch chillen, was essen und dann ist eigentlich schon wieder Feierabend, weil ich brauche auf jeden Fall die Pause. Keine Ahnung, warum die Michi so viel Energie hat. Oh. Ja, deswegen, Leute, verabschiede ich mich von euch. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Morgen wieder abonnieren, kommentieren. Und ja, was könnt ihr denn heute mal in die Kommentare schreiben? Vielleicht, wir haben ja gerade eingekauft und haben ja hier nur jetzt so, ja, so eine sporadische Küche. Was könnte man denn kochen, was nicht so aufwendig ist, in so einer kleinen Küche, wo man nicht viele Zutaten braucht? Schreibt da mal eure Lieblingsrezepte in die Kommentare. Dann könnten wir theoretisch auch mal sowas testen, ne? Dann kochen wir das mal zu Hause nach und gucken mal, wie geil das ist und bewerten das dann oder so. Aber ich krieg richtig viele Videoideen in diesen Urlaub. Naja, egal, ich rede schon wieder zu viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.